Herzlich willkommen auf meinem Kanal Epialente, heute zu einem kleinen Tutorial von mir. Es gab lange kein Video, weil ich zurzeit auf einem anderen Kanal tätig bin. Der Link zu dem Kanal ist auch in der Beschreibung. Dort spezialisieren wir uns zurzeit auf Let's Plays. Und hier werde ich euch jetzt mehrere Tutorials zum Thema GIMP zeigen. Für alle, die nicht wissen, was GIMP ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm, heißt GNU Image Manipulation Program. Auf Deutsch heißt das quasi, dass es ein Bildbearbeitungsprogramm ist, was für jeden zur Verfügung steht. Das heißt, es ist kostenlos. Und wie ich finde, ist das auch ein sehr gutes Bildbearbeitungsprogramm. Ich finde auch, es kann sich mit Photoshop messen. Und ja, wir fangen auch gleich an. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Skyline bzw. ein Logo erstellen könnt. Um euch mal zu zeigen, wie das Ganze dann nachher aussieht, habe ich ein kleines Beispiel für euch parat, und zwar dieses Beispiel. Das ist quasi die Skyline von einem Bild, was ihr gleich sehen werden. Dafür lösche ich aber erstmal die Ebene, denn das kommt ja erst später. Und zwar nehmen wir das Bild, es heißt Burgberg, und hiervon möchten wir eine Skyline. Wenn euch das Ganze jetzt zu schnell geht, ihr irgendwie nicht mitkommt oder einfach nochmal das Ganze nachlesen wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf bäuche.info lesen. Das ist die Internetseite von meinem Vater und ich mache dazu einfach nochmal das Video. Und zwar fangen wir an, indem wir eine neue Ebene erstellen. Dafür klicken wir hier oben auf Ebene. Neue Ebene. Wichtig ist, ihr müsst transparent einstellen als Hintergrundfarbe. Die Auflösung ist gleich behalten, das ist die gleiche wie das Bild. So, jetzt haben wir die Ebene. Wenn ihr euch das mal anguckt, ich blende das hier mal aus, seht ihr, dass die Ebene transparent ist. Das sieht man daran, dass sie kariert ist. Und wenn ihr das jetzt irgendwie auf etwas anderes drüber legt, dann ist diese Ebene jetzt transparent und man sieht sie nicht. So, jetzt haben wir das Bild wieder sichtbar gemacht mit dem Auge. Nun müssen wir das Ganze ausschneiden, was wir wollen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man Shift und Q drücken und dann mit dem Radiergummi und Schwarz-Weiß und der Größe einstellen, was man hier alles ausschneiden will. Dafür kratzt man quasi die Farbe hier runter. So, als kleines Beispiel. Mit Weiß kann man die Farbe wieder drauflegen. Und wenn ihr dann Shift-Q drückt, dann laufen hier diese Ameisen drumherum. Das heißt, dieser Bereich ist jetzt ausgewählt. Ich drücke Entfernen und dieser Bereich wird ausgeschnitten und schwarz. Aber das wollen wir nicht. Steuerung Z und Auswahl nichts. Und zwar gibt es noch eine andere Variante, die ich jetzt bei dem Beispiel anwenden möchte, da man hier sehr schön farbliche Kanten erkennt. Darum nehmen wir die magnetische Schere aus dem Werkzeugkasten. Und die magnetische Schere schneidet quasi dort aus, wo farbliche Übergänge zu sehen sind. Das heißt, wenn ich das jetzt hier markiere, sieht man, dass sich dieser Strich hier auswählt. Ich werde jetzt diesen Turm mit dem Haus und dem Gebäude daneben ausschneiden und spule das Ganze vor, weil das ziemlich lange dauert. Das heißt, lange ist, ich denke mal, so 5 Minuten, bis das ausgeschnitten ist. Ich werde jetzt auch nicht auf Feinheiten achten, sonst dauert das Ganze noch länger und wir sehen uns gleich. Ich spule das jetzt einfach vor. So, jetzt haben wir das Ganze verbunden. Ihr seht das nochmal hier, die ganzen Punkte sind alles Sachen, wo man einmal hingeklickt hat. Darum habe ich hier oben zum Beispiel auch sehr viele Punkte gemacht, um die Kugel komplett zu markieren. Und jetzt klicken wir einmal in die Mitte, um das Ganze auszuwählen. Ihr seht, das ist jetzt nicht wirklich schön geworden. Zum Beispiel ist hier die Auswahl ziemlich verrutscht. Das Ganze können wir mit Shift und Q nachkorrigieren, um die Ebene aufzutragen. Und dann mit dem weißen Radiergummi hier das Ganze nochmal nachzutragen. So. Das geht jetzt einigermaßen. So könnt ihr das Ganze natürlich sehr filigran machen. Will ich aber nicht, da es halt nur eine Skyline wird und ich das Ganze möglichst kurz erklären möchte. Nun müssen wir das Ganze in die leere Ebene hier reinkopieren. Dafür gehen wir auf Bearbeiten und Kopieren. Damit haben wir das Ganze kopiert. Ihr könnt das natürlich auch mit Steuerung C machen. Das kommt aufs Gleiche. Jetzt klicken wir die leere Ebene an und sagen Steuerung V. Damit wird das Ganze als schwebende Auswahl eingefügt. Das ist, weil wir das einfach eingefügt haben. Dafür müssen wir jetzt hier Rechtsklick machen und sagen Ebene verankern. Damit ist jetzt aber die Auswahl weg, was nicht so cool ist.
Um die Auswahl wieder zu bekommen, blenden wir das hier aus und damit zeige ich euch kurz, ihr seht, dass nur dieser Teil hier in dieser Ebene hier drin ist. Und wir machen einen Rechtsklick und sagen Auswahl aus Alpha-Kanal. Damit rennen die Ameisen da wieder rundherum. Jetzt geht es darum, den Rand zu machen. Dafür gehen wir in Auswahl, sagen Rand und nehmen eine Pixeldicke von, sagen wir mal, ja, 5 können wir eigentlich gleich lassen, von 5 Pixel, sagen okay. Um zu zeigen, was jetzt sich hier getan hat, vorher sah es so aus, wir hatten eine Auswahllinie, die rundherum lief, und wenn wir den Rand hinzufügen, haben wir 2 Linien mit einer Dicke von 5 Pixeln. Jetzt müssen wir diesen Rand füllen. Dafür nehmen wir den Farbtopf und sagen schwarz, weil ich finde schwarz passt da ziemlich gut. Und was wichtig ist, ihr müsst bei betroffener Bereich sagen ganze Auswahl füllen. Ich kann zeigen, was passiert, wenn ihr sagt ähnliche Farben füllen. Dann markiert er einmal nur das hier außenrum und wenn ihr hinklickt, nur so Teile von der ähnlichen Farbe. Darum müssen wir sagen ganze Auswahl füllen, um den ganz markierten Bereich zu füllen. Machen einen Klick und sehen einen guten schwarzen Rand rundherum. Nun müssen wir um den Teil, der in dem Rand drin ist, das Ganze invitrieren. Das heißt, wir drehen es um. Dafür können wir sagen Steuerung I oder wir gehen in der Auswahl und hier invitrieren. Ihr seht, hier steht auch Steuerung I als Tastenkürzel. Wir haben das Ganze jetzt invitriert, drücken die Entferntaste und ihr seht, der ganze Bereich, der jetzt nicht markiert ist, der ist weg. Nun geht es darum, das Ganze noch ein bisschen zu verschönern. Und zwar sagen wir nochmal invitrieren Auswahl. Damit nehmen wir wieder den Bereich, der hier drin ist und wir können mit dem Radiergummi jetzt das Ganze transparent machen, wenn man den hier auf die transparente Farbe nimmt. Das wählen wir aus und können jetzt hier unten diesen Bereich wegmachen, der bei der Skyline ja dann stören würde. So, ich gehe nochmal lang, dann hier die Kante gut nehmen und jetzt ein bisschen rüber und nehmen die untere Linie auch noch weg. So, dann gehen wir hier bis an den Rand und ja, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir das Ganze noch, also jetzt gehen wir den ganzen noch Hintergrund und zwar sagen wir wieder Ebene, neue Ebene und zwar eine transparente. Die wählen wir aus, gehen wir hier bei Farbverlauf, das seht ihr hier drüben, auf dieses Feld. Dann sagen wir hier VG nach HG, aber wir müssen gucken, dass wir das Richtige erwischen. Dann können wir schnell das hier langziehen. Ja, das ist der richtige Hintergrund. VG nach HG heißt Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe und zwar transparent. Man kann das auch mit einer harten Kante hier machen. Aber wir nehmen das zweite, dass das so schön ineinander übergeht. Ich wäre dafür, dass wir als Vordergrundfarbe ein Hellgrün nehmen und bei der Hintergrundfarbe lassen wir das Weiß. Jetzt können wir hier so hochziehen, also unten gedrückt halten und nach oben ziehen. Damit wird dieser Farbverlauf hier erstellt. Ihr seht, in der Mitte geht es noch gelb, weil das der Farbübergang ist. Aber ich finde, von oben sieht das besser aus. Ja, so. Man könnte natürlich auch den Farbübergang hier nehmen, der dritte, also dieser RGB. Weil dann haben wir so einen Übergang, was auch ziemlich gut aussieht. Und je nachdem, in welche Richtung ihr das zieht, so wird der Farbübergang. Dann hier drüben zu den Ebenen. Das Bockbergbild könnten wir eigentlich löschen. Und diese Ebene schieben wir über diese, beziehungsweise wir könnten das hier mit den Pfeilen machen, nach oben. Und so haben wir die Skyline dann über dem Hintergrund. Und das war das Ganze eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Um das Ganze nachzulesen, könnt ihr auf boicher.info gehen. Wenn ihr von mir mehr sehen wollt in Richtung Let's Play, könnt ihr gerne auf Trash is Fresh gucken. Die ganzen Links sind auch in der Beschreibung. Auf diesem Kanal gibt es jetzt ab und zu mal ein Game-Tutorial, wenn ich das schaffe. Ihr könnt natürlich auch bei dem Gamepad-Tutorial vorbeigucken, wenn euch das interessiert, wie ihr ein Gamepad an den PC anschließen könnt und installiert. Und dann würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!